Zeit für Witz vom Olli. Ja, Obacht heißt am Sonntag den 10.7. Bedankt euch beim Lars Nowak und beim Markus Ripfel für nachfolgendes Material. Markus Ripfel hat ein eingeschickt, Weltklasse. Der Rigobert fährt über Land. Ich muss jetzt schon lachen. Der Rigobert fährt über Land und auf so einem Feldweg überfährt er einen Eber, so einen Zuchteber, direkt vor dem Bauernhof. Boah, und er steigt aus und ist ganz schlimm. Und er geht rein an den Bauernhof und klingelt. Die Bäuerin macht auf und sagt der Rigobert, hören Sie zu, es ist mir unglaublich peinlich. Ich habe Ihren Zuchteber direkt vor der Tür überfahren. Ich bringe das in Ordnung, ich komme dafür auf. Sie nimmt ihn an der Hand wortlos, führt ihn in den Schweinestall und sagt, da ist ein Hager, da können Sie schon mal Ihre Hosen nachhängen. Da können Sie ja Hosen haben. Aber was wieder für mich so ein super, super Abräumer war. Lars Nowak, das sind wirklich die für mich das Beste, was es gibt auf der Welt. Obacht. Beim Rotkreuzkurs sagt der den Rotkreuzkurs leitet, sagt, hey, Mehmet, stabile Seitenlage. Dann sagt er, hey, danke, Bruder. Stabile Seitenlage, danke, Bruder. Ich muss mir das ja immer bildlich vorstellen, wie ich so oft erklärt habe. Hey, stabile Seitenlage, Mehmet. Danke, Bruder. Und jetzt zum Abschluss, den ich niemals erzählen würde. Aber den haben ja auch einige geschrieben, zum Thema Rotkreuzkurs, ist mir der eingefallen, Bernward stellt sich bei der Caritas vor, geht zum Arbeitsplatz und dann sagt der Personalverantwortliche sagt, und Herr Hartmann, haben Sie in Ihrem Leben schon mal was Soziales getan? Dann sagt er, ja, ein Mitleidsfick. Der ist unterste Schublade, der ist wieder, da spürst du die Hitze der Hölle, wenn du die Schublade aufmachst. Hast du schon mal was Soziales getan? Ja, ein Mitleidsfick. Nein, sowas erzählt man nicht. Harry, erzählt man sowas? Nein, Harry sagt auch, sowas erzählt man nicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen, stabile Seitenlage. Danke, Bruder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Bleibt gesund, werdet gesund, verliert niemals den Humor, sonst wird es wieder ernst und am anderen Ende. Vater Olli.